Oh, ich finde das eh dieses. Krass. Was ist das jetzt wieder für ein Baum? Dreh dich mal um und guck den Baum an. Guck den Baum Er ist wunderschön. an. Ich Gerade möchte ihn den. in mir spüren. Gerade geerntet, jetzt wieder so ein Riesenbaum. Naja, aber was wollte ich sagen? Genau. Warte, jetzt habe ich es gleich habe ich es. Fünf Tage später. Gleich. Nein, so, Ich will Dirt. allgemein dieses von wegen aktuelles Zeitalter. Leute treffen sich und die setzen sich nebeneinander, um mit ihren Smartphones rumzueiern. Ja, und dann kommunizieren sie teilweise sogar noch darüber. Also, ich hab kein Problem, wenn man irgendwie mal Langeweile hat, mal auf sein Handy starrt, oder auf Facebook mal kurz. Ja, es ist was ganz Normales, finde ich auch, aber Aber die ganze Zeit einfach. ja, man trifft sich doch nicht mit Leuten, damit man mal kurz auf Facebook rumeiern kann. Natürlich. Weil ich zu dir komme, wir nur so Facebook machen und so. Nur Facebook, also. Nur Facebook reden und so. Weißt du, wir werden auch die ganze Zeit nur Facebook-Spiele spielen. Ja. Weißt du echt, dass der Regen mir mega auf die Eier geht? Wir auch. Alter. Oh, Creeper, hinter dir, hinter dir! Was? Oh mein Gott, nein! Ja, komm, verpiss dich. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Oh mein Gott! Spinne! Spinne noch ein Noch Creeper! Nein! Wir brauchen Betten. Fuck you! Sie sind voll auf Fuck dich aus. you! Er interessiert sich nicht für mich. Boah! Er interessiert sich nicht. Hast du gerade da ein Loch geschlagen und da ist sofort so ein hoher Grasbüschel drauf gewachsen? Nee. Warum ist da ein Loch? Wieso liegt da so viel Stroh rum? Habe ich das beim Laufen verloren? Ich habe hier so weggeschmissen wie einfach ein Kumpel von mir. Der hatte keine Ahnung von dem Kontext, oder von dem Text. Ja, hier ist der Stromkasten. Okay. Und wieso liegt hier so viel Stroh rum? Wieso hast du eine Maske auf? Das kennst du doch, oder? Ich glaube ja, es kommt auf jeden Fall sehr bekannt vor. Oh Gott, kennst du. Ich führe das mal. Ich sage es nochmal. Ja, also hier ist der Stromkasten. Dann, wieso liegt hier so viel Stroh rum? Dann, wieso hast du eine Maske auf? Na, dann blas mir doch ein. Ah ja, kennt man, ja. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Alter, das muss man kennen. Das ist einfach der billigste Porno-Kontext dieser Welt. Naja, billigste Porno-Kontext ist immer noch zweimal klingeln. Ah, ficken, gut. Ja, wenn der Postmann zweimal klingelt. Wir müssten uns eigentlich mal treffen und Porno-Lotto spielen. Porno Pingpong. Porno-Lotto, Porno-Ping-Pong, alles das gleiche. Wir haben das in der Schule, haben wir das gespielt. Ja, Hast relativ du gerne. mir gerade einen Block auf den Kopf gebaut oder habe ich den selber dahin gebaut und vergessen? Ich glaube du selbst. Dann bin ich ein bisschen dumm. Aber nur ein bisschen. Du bist Domido. Minimal. Domido. Na, Nein, 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 nein. Du hast wohl schon vollkommen recht dabei. Nee, wir haben uns ernsthaft erstmal in der Hast du Schule gerade dann. einen Enderman angeguckt? Hab Nein. ich gerade aus Versehen einen Enderman angeguckt? Maybe. Haben wir uns erstmal die ganzen witzigen Pornotitel reingezogen. Alter. Ich feiere noch immer Helikoptermann 2, Rückkehr des Ja, er ist Kaisers. einfach der Beste. Es ist ein Klassiker, oder? Ey, das geht einfach voll nicht klar. Aber wenn du dir teilweise reinguckst. Nein, ich glaube, der Beste, den ich je gehört habe. Irgendwie, Omas von der Müllhalde, dieser Film macht betroffen. Nein, es gibt auch noch irgendwas anderes. Oma irgendwie, 98 und nicht tot zu kriegen. Das ist auch ein guter Porno, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, Das ja, glaubt ja, mir ja, ja ja. eh keiner.
Alter, ich bin 2 Sekunden ja. in dem Haus, dreh ja. mich um. Creeper, 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 Creeper. Du bist halt sicher beliebt von meiner Rasse. Fühlst du dich bedroht? Etwas. Es hat aufgehört zu regnen. Oh mein Gott, ja! Wir sind mittlerweile im, keine Ahnung, wie viel ein Part. Ist mir auch egal. Ich mache mir voll Sorgen darüber, dass ich hier viel zu lange labere und gar keine Ahnung. Bevor ich heute weg muss, nehmen wir noch auf und wir haben bestimmt schon Stoff für eine halbe Woche, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade. Oh mein Gott! Ja, stimmt. Ich meine, wir sind jetzt 1,5 Stunden am Aufnehmen, ist noch nichts, aber hey. Ach, das passt alles. Ich hatte gerade das Gefühl, ob ich angerufen werde. Irgendwas hat auch vibriert, aber es war nicht mein Handy. Kennst du die, gerade wo du sagst, die Facebook-Krankheit? Oder eine Facebook-Krankheit? Es gibt ja generell diese Handy-Krankheit, dass immer was in deiner Hose vibriert, obwohl es nicht tut. Genau. Dass du das Gefühl hast, das hat jeder, aber der ein Handy hat. Das ist genau das gleiche mit dem, du denkst, du wirst bei Facebook angeschrieben, obwohl du Facebook nicht mal aufhast. Ja, es ist einfach unser Kopf ist einfach dumm. Ja, und... Oh, da ist ja noch eine Axt. Oh mein Gott, ich habe eine Wooden-Axt. Ich versuche den Baum zu fällen und brauche dafür gerade ewig lange. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wenn die Folge hier einen Namen bekommen sollte, wird das Baumfällen mal auf Hardcore-Sache irgendwie... So, irgendwie Hardcore-Baumfälling oder so. Hardcore-Baumfälling. Oh, dann noch so Metal-Musik runtermachen. Ja, natürlich, ja. Apropos Metal-Musik, ich liebe Metal-Musik. Hört ihr auch gerne Metal-Musik? Mike, was hörst du für Metal-Musik? Vieles, vieles, vieles. Also, was habe ich gerade eigentlich in meiner Playlist, was ich ja sag? Was ist deine Playlist? Ich würde auch so gerne Musik hören, aber ich habe keinen Bock, dass meine Videos... Creeper! Dass meine Videos gecreepert, ja. Creeper? Boom! Es hat das Schaf getötet. Oh, das geile Lied, Knochkator, Ding in der Schnauze. Es hätte fast mich getötet, aber ich habe überlebt. Das sieht nicht schön aus, wenn da noch ein Block steht. Erstmal Block wegmachen. Ding in der Schnauze, ja, kenne ich. Ding in der Schnaute. Hinter dir. Ding in der Schnaute. Hinter dir. Los, töte sie. Schwein, Ding in der Schnauze. Da ist noch einer. Eine Spinne! Stampe! Ich bin ins Nichts gesprungen. Ich bin so wie ein wahrer Actionheld. Ich springe in Explosionen. Nenne mich Spider-Creeper. Mein Gott. So. Ich sollte die Äpfel essen. Ich frage mich die ganze Zeit, was esse ich jetzt nächstes? Und jetzt habe ich doch Äpfel. Ich bin so dumm. Wie viel Holz habe ich eigentlich mittlerweile? Ich habe fast gar kein Holz. Digga, Digga, Junge! Du altes Schwein. Ich fühle mich vernachlässigt. Holz. Shit happens. Alter, oh mein Gott! Mach das mal! Hast du das nicht mitbekommen? Natürlich habe ich es mitbekommen, aber ich bin einfach stumpf am Axtcraften. Das ist alles. So. Es wird Tag. Ja, ich habe mir jetzt das gerade so... Ich glaube, ich werde niemals mit meinen Bäumen fertig, wenn die so weiter wachsen. Wir haben einen Baum erschaffen, es ist ein Monster. Unser Baum ist ein Monster, der neue Film, jetzt im Kino. Macke, die wachsen ja aber echt die ganze Zeit, ne? Junge, man könnte ein Baumhaus bauen. Wir brauchen Jungle Seeds, jetzt sofort. Ich will ein Baumhaus. Platzen wir noch so 4 nebeneinander und dann ist alles gut. Das ist alles schön. Kann ich... Oh, hast du einen Erdeblock? Dann können wir einen Baum auf dem Baum bauen. Nee. Ich will Erde. Ich hol mir jetzt Erde. Wir wollen doch keinen Füllefanz draus machen. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, okay. Dann baue ich erstmal diesen kleinen Baum hier ab. Falscher, doch nicht. Juhu. Weißt du, wir sollten echt mal Betten in Angriff nehmen. Wir haben doch Holz und wir haben auch Eisen. Warum machen wir uns keine Schere und farmen eben Wolle?
Soll ich das machen? Soll ich Betten holen? Ich mach Betten gleich. Kannst du machen, aber ich glaube, wir haben gar kein Holz mehr. Ich farm doch gerade die ganze. Hast du gerade schon wieder mein ganzes Holz geklaut? Ja. Weißt du, ich mach deine Drecksarbeit oder wie? Ja. Ich bin ein Opfer. Na, bezeichnet ihr mich wieder als Emo? Ja, du Emo. Natürlich. Von der Gesellschaft verhasst, von niemandem verstanden. Life is pain. Ja. Du hast da was im Gesicht. Was Es ist ist es? Schmerz. Ich liebe diese Stelle. Kennst du ASDF Movie 6 jetzt? Ja, den habe ich glaube ich auch schon geguckt. Ist doch der neueste jetzt. Der ist auch noch Ja, nicht lange der draußen. neueste Original, ja. Ich schlage in dein Gesicht. Ich schlage dir ins Gesicht. In dein Gesicht. Aber ich fand den letzten nicht mal so gut. Also das Geilste finde ich einfach. Man sieht einen Hamburger. Ich war mal eine Kuh. Das stimmt wohl. Das ist wohl dann die beste Stelle, ja? Die beste Stelle. Oder auch dieses Everybody do the flap. Ja, genau. Stimmt, ja. Aber ich muss es mir wieder angucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Manches ist echt so ein bisschen Brainfuck, aber sonst. Ah, der macht schon seine gute Arbeit, der Tomska, ja. Ja. Oh. Ich liebe auch seine Lieder, so Mind Turtle und so. Die sind mega. Kennst du Lion and Satan? Meinst du, Lien? Ja, ich glaube. Natürlich, na, natürlich. Lion and Satan, Lion and Satan. Dass wer das nicht kennt, ey, das. Ja, natürlich. Allein der Mann, der überall sitzen konnte, das kennt jeder. Oder mit dem Ja. gemütlichsten Arsch halt. Das ist ja das. Das kennt jeder. Aber auch was, was jeder kennt, Dick Figgers. Ja. Das ist aber auch so cool. Ich habe mir mal jetzt in der letzten Zeit, na, wie heißen die denn? Ein paar Lion and Satan Sachen da reingezogen, ey. Alter, manches ist ja so Brainfuck. Das ist Ist einfach. so. Oh mein Gott! Da war ein Creeper. Wo ich sehe ihn nicht. Du bist der Creeper. So. Nein. Echt mal, wir müssten mal mit dem Mod spielen. You are a creeper. Gibt's sie? Ja. Immer wenn du zu nah an dem NPC rankommst, bumm oder was? Nee, du kannst dich selber in die Luft springen, wenn du willst. Lol. Aber sonst so die ganzen Creeper, die mögen dich. Ja, was gibt's denn noch? Okay. Ich überlege gerade, was ich tue. Baue ich mir noch eine Spitzhacke, eine zweite und gehe wieder mit der Farm und so? Ich könnte das tun. Also ich bin jetzt eigentlich dafür, ich bin. Also Ich ich wollte wäre. doch, oh, ich weiß, ich wollte doch jetzt Betten bauen. Ich bin auch so geil, ich versuche aus Blöcken, nicht Sticks, Blöcken einer Spitzhacke zu bauen. Wie groß bin ich, Junge? Bin ich ein Riese, dass ich schon Blöcke als Spitzhackenstiel brauche? Yep. Ich brauche zwei Eisen. Zwei Eisen. Ich mache eine Schere. Hast du schon eine Schere gemacht? Wenn nicht, dann breche ich jetzt eine Schere. Mach eine Schere. Ich mache eine Schere. Du hast bloß Mach einfach eine keinen Bock zu Schere, Mann. farmen. Die Schere. Jetzt machen Ja. wir den Einkäufer. Das ist auch das beste Video irgendwie auf YouTube mit diesem scheiß Dance. Der Rasenmäher. Oh, Schatz, sag mir dreckige Sachen. Küche. Oh ja. Oder gib mir Tiernamen. Schmetterling. Gib mir böse Tiernamen, böser Böser Schmetterling. Schmetterling. Es ist einfach so genial. Dieses Video wird jetzt FSK 18, weil die Schafe alle nackt sind. Oh mein Gott! Ihr seid nackt. Wenn ich Weizen hätte, würde ich euch vögeln lassen. Wusstest du, dass du pinke Schafe treffen kannst in der Natur? Ja. Das ist mega cool. Du kannst jetzt braun, grau, schwarz, weiß und pink treffen. Ich hab voll Bock auf ein pinkes Schaf. Vorlieben der sexuellen Art kannst du woanders ausleben.
Nein, alle Creeper mögen Schäfe, Schafe, Schäfe. Chef. Ja. Ich liebe Chef. Hitler, kann das sein? Das kennt auch jeder, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe mich. Oh, dieses Foto, weißt du? Siehst du da den lieben Herrn Hitler, darum sie zu stehen, mit Kniestrümpfen und dann einfach mit dem Spruch: No one beats mein Swag. Oh mein Gott. Also, Ja, dieses extrem, diese extrem alte Hitler-Verarsche, so mit den Führerfixies und so. Hitler hatte nur ein Ei. Ja. ja. Ich denke Ich aber mal. finde, damit wir nicht alle kränken, sollten wir Hitler sagen. Okay. Aber eigentlich finde ich mal, dass wir jetzt so langsam aber sicher mal. Ich habe Hunger, also wirklich. Na, keine Ahnung. Wollen wir die Aufnahme hier beenden? Ich will noch Ja. Betten bauen. Ich baue noch Betten. Ich baue noch eben zwei Betten. 1, 2, 3, 4, 5, Warte, ich 6. schmeiß den mal hier ein bisschen. So, jetzt habe ich dir ein bisschen Wolle noch reingeschmissen. Jo. Jetzt habe ich zwei Betten gebaut. Möchten wir nebeneinander schlafen? Ja, möchten wir. Immer noch. Ja, du Jetzt. schläfst auf der Innenseite. Aber mit dem Arsch an der Wand hier. Warum? Das ist doch Kopfkissen. Ja, naja. Okay, dann würde ich sagen, die Session ist jetzt erstmal beendet. Wir haben jetzt so fast 2 Stunden aufgenommen. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr dieses Video am Freitag, wie wir uns jetzt mal ordentlich verabschieden. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Endlich. Wir müssen ganz, ganz, ganz übrigens viel im Voraus aufnehmen, weil ich eine Zeit lang auf Seminar bin für ein paar Tage, jetzt Anfang April, und da müssen wir ja auch jeden Tag eine Folge bringen. Da müssen wir im Voraus aufnehmen, ja. Ja, da werden die erinnern. Aber jetzt mal ganz klischeehaft, sagt, was euch gefallen hat, sagt Vorschläge, was kann man machen. Ja. So dieses ganz typische. Ja, dieses ganz typische, was jeder wissen will. Ich meine, Ja. so Tutka-Hutkas auf jeden Fall, so wie LeFloid und so, oder wie das heißt. Und dann auf jeden Fall noch eure eigene Meinung. Gefällt euch die Scheiße, die wir labern? Wollt ihr unnützes Wissen in das Let's Play mit eingebracht haben oder nicht? Wollt ihr, dass wir beide mehr zusammenspielen? Cool. Das ganze Tralala, dies, das, ne? Ja, wie ist das so? Das hätte man eigentlich schon nach der ersten Folge sagen können. Ja, hätte man, aber jetzt. Ja, aber okay, jetzt haben sie einen kleinen Einblick auf uns. Ja. Ja, jetzt haben sie es. Okay. Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich werde das irgendwie jetzt mal schneiden mit ihm zusammen dann so. Absprechen, wo und wie und wann und was hast du nicht gesehen und so. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.